Kunst und Konsum und Kitsch und was, wo endet Kunst und wo beginnt Kitsch oder wo beginnt Konsum, das thematisiert er natürlich ganz wunderbar. Das ist auch ein Thema, das Hans-Peter Feldmann allgemein in seiner Arbeit interessiert. Hans-Peter Feldmann ist einer der wichtigsten deutschen Konzeptkünstler seiner Generation. Er ist jetzt Mitte 70 und hat diesen Laden 40 Jahre lang betrieben als Ladengeschäft zusammen mit seiner Frau. In diesen 40 Jahren hat der Laden viermal seinen Standort gewechselt, war aber immer ein ganz wichtiger Bezugspunkt für viele Düsseldorfer, die dort eingekauft haben und dort besonders schräge Artikel finden konnten. Es ist ein Laden, der eigentlich aus Spielzeug und Kitschobjekten besteht. Also Hans-Peter Feldmann ist selbst ein großer Sammler von kleinen Dingen und er beschäftigt sich da ganz eingehend mit. Er ist also über 40 Jahre lang auf Spielzeugmessen gereist und hat ganz, ganz präzise ausgesucht, was er in seinem Laden verkaufen wollte. Also nichts ist durch Zufall in diesen Laden gekommen, sondern es mussten immer Objekte sein, die entweder schräg und anders sind, die man sonst nicht findet und die ihm selbst auch gefallen haben oder ihm selbst Spaß gemacht haben. Er hat diesen Laden gegründet zu einer Zeit, als er sich aus dem Kunstbetrieb verabschiedet hatte. Also er war bereits Künstler, hat auch ausgestellt, hat verkauft, hat aber gemerkt, dass seine Kunst eigentlich nicht so richtig ankommt, beziehungsweise sein Humor und sein Ansatz nicht mit dem zusammengehen, was die Menschen interessiert. Und dann hat er aufgehört, Kunst zu machen, hat es wirklich beschlossen, hat sich verabschiedet aus dem Kunstbetrieb und hat zum Beispiel einen Versand für Fingerhüte gegründet. Und diese Fingerhüte findet man auch in diesem Laden heute wieder. Er hat dann nach 10 Jahren wurde er überzeugt von Kaspar König, einer wichtigen Figur im internationalen Kunstbetrieb, doch wieder irgendwie in die Kunst zurückzugehen und Kunst zu machen. Und das ist ihm geglückt. Aber dieser Laden, den hat er weiterhin betrieben. Das war auch im Prinzip sein Lebensunterhalt für eine ganze Weile und das war auch die tägliche Arbeit auch seiner Frau vor allem. Und als die beiden dann auf die 70 zugingen, haben sie beschlossen, dass sie diesen Laden jetzt irgendwann auflösen müssen und das nicht mehr jeden Tag schaffen. Sie wollten den aber nicht einfach auflösen und ins Nichts übergehen lassen, sondern sie haben beschlossen, dass sie den Laden zu einem richtigen Kunstwerk machen und in ein Museum überführen möchten. So wie man ihn hier sieht, ist er wirklich eins zu eins so aufgebaut, auch in seinen Proportionen, von der Größe, von der Deckenhöhe her und so weiter, wie er in Düsseldorf auch zuletzt zu sehen war. Er zieht die Grenze eigentlich gar nicht so scharf zwischen Kunst und Kitsch. Zum Beispiel für ihn ist Kitsch auch Kunst. Er sagt, Kitsch ist eigentlich die, also wenn Menschen ihre Neurosen abarbeiten müssen, dann hat das für ihn ganz viel auch irgendwie mit Kitsch zu tun und mit solchen Objekten, die man in diesem Laden auch findet. Oder er sagt, dass oftmals heutzutage, man kann gar nicht mehr so genau unterscheiden, ist man in einem Museum oder in einem Laden. Also manche Geschäfte sehen aus wie Museen und manche Museen sehen aus wie Verkaufsgeschäfte. Es gibt ganz viele Museen, da wird man am Ende des Ausstellungsrundgangs durch den Shop geschleust zum Beispiel. Also diese Verbindung wird eigentlich heutzutage immer auffälliger. Außerdem hat er eine wunderbare andere Komponente. Er wirkt eigentlich wie eine Zeitkapsel. Also wenn man sich diesen Laden anschaut, dann findet man da natürlich ganz viele Dinge wieder, die man kennt, die man aus seiner frühen Kindheit kennt oder die man aus der jüngeren Vergangenheit kennt. Wenn man sich jetzt aber in 50 oder 100 Jahren diesen Laden anschaut, dann ist er wie so eine Zeitkapsel eigentlich der Geschichte der BRD seit den 50er Jahren bis in die 2000er. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz schöner Teil von dieser Installation.